Damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Star Wars Dark Forces. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Mission auf Talai, auf der Tak-Base. Kyle übergibt die Pläne den Rebellen. Kurze Zeit später ist der Todesstern. Wir hören direkt mal zu. Noch während die Allianz diesen Sieg feiert, wird eine weitere unheilvolle Verschwörung in Gang gesetzt, die eine viel größere Bedrohung für die Rebellen darstellen könnte. Genau, das war die Katzen, die wir in der letzten Folge schon gesehen haben, ganz am Ende. Deswegen werde ich die jetzt skippen. Ich hoffe, ihr habt die alle gesehen in der letzten Folge. Wenn nicht, könnt ihr die, euch die da nochmal angucken und wir fangen direkt an. Mission wird geladen. Oha, das ging auch schnell. Tschüss, Schiff. Das habe ich gar nicht gelesen, was wir machen müssen. Steht das hier? Genau, Missionsziele. Finde und starte das Wasserkraftwerk, suche nach Hinweisen auf die Dark Trooper. Genau, die sind ja hier gelandet. Und kehre zum Dings zurück. Okay. Okay. Wir haben... Oh! Ach, stopp ihn, Alter. Friss! Hey! Weg mit euch. So. Ich habe mal den Ingame-Ton ein bisschen leiser gemacht, zumindest die Musik. Ich hoffe, das ist jetzt angenehmer. Das ist mir beim Schnitt nämlich aufgefallen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier oben rum. Alter, schon viele, ey. Weg mit dir. Okay, was haben wir hier unten? Sie sind nicht befugt, hier unten. Ja, ist mir egal, ob ich nicht befugt bin. So, wie war denn nochmal die Tasche? War die mit X? Oh ja, ah, die ist schon an. Deswegen gibt's die also. Weg mit dir. So, kann man das öffnen? Kann ich nicht öffnen? Mit B? B war doch öffnen. Scheint nicht so. Okay, interessant. Dann gehen wir hier mal nochmal raus. Wie war denn der raus? Ich will mir das hier erstmal angucken, bevor wir da zu weit rein pushen. Ob es hier irgendwas gibt. Ne, hier sind wir reingegangen. Gucken wir mal hier hin. Oh. Ja, ich verletze gerne imperiale Gesetze. Weg. Zack. Okay. Ist hier noch irgendwas? Sieht das aber nicht so aus, oder? Da sind wir schnell mal sprinten. Jo. Übertreib. Übertreib, jo. Ja. Richtig? Jetzt ist er tot. Okay, und dann wechseln wir. Wie war Waffe wechseln? Wie war es nochmal? So, genau. Wechseln wir auf den Sturmtruppenblaster. Bam! Die Elf, Alter. Weg! Weg mit euch! Big. Sehr big. So, die Taschen ab. Ah ja, kann ich jetzt die öffnen von außen? Echt nicht? Kann ich wirklich nicht? Ich drück B, alles. Was hast du? Euch. Stirb! So. Okay, ich nehme an, ich soll nicht ins Wasser springen, deswegen nehme ich mal lieber die Brücke. Und die kann ich auch nicht öffnen, oder muss ich kaputt schießen? Also ich meine, ja, wir können aus dem Fenster springen, aber so fürs Prinzip. Hm. Auf die, ne? Ja, Blaster auf volle Stärke. Denke ich mir auch. Mach die, oh mein Gott, was ist denn hier drin? Hallo, Freunde. Ich bin einer von euch. Ich frag mich ja, wenn ich die Taschenlampe ausmache, kann ich dann auch weniger sehen. Aber wenn ich die Taschenlampe ausmache, musst du mir sagen, dass die hier ohne Licht selber drin chillen. Das ist schon sass. Was ist mit dir, Alter? Das heißt, die chillen hier ohne Taschenlampe drin. Mein Gott, ich vertrümmere die immer. Das ist schon sass, Digga. Was hab ich gemacht? Bin ich gestorben. Ich kann nichts drücken. Scheinwerfer ein. Oh ja, okay. Ja, ich bin am letzten Checkpoint, okay. Wenn nicht drauf geachtet. Aber gut, es ist auch eigentlich egal, ob man stirbt, glaube ich. Kommt ja jeder zum letzten Checkpoint zurück. Es geht nur um smoother sein. So, kann ich hier irgendwas machen? Nee, stimmt. Operation. Nee, okay. So, du Hund hast mich gekillt, ja? Weg mit dir, Alter.
Was ist das hier? Ja. Nein! Aha, find and restart the Hydroelectric Power Generator. Das war ein Erfolg, ne? Ich muss sagen. Den habt ihr jetzt nicht mehr gesehen, weil, wie gesagt, das ist nicht eingeblendet. Aber es war ein Erfolg. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gar nicht. Tatsächlich. Warum ging das eben nicht? Kann mir auch keiner sagen. Ah, ich... Da, was ist das? Extra Leben. Fantastisch. Zählt das Geheimraum? Ne, immer noch nicht. Safe. Interessant. Ja, dann gehen wir jetzt hier lang. Ah, von hier kamen wir auch mal, ne? Ja, das ist ganz am Anfang. Ja, Geheimräume, würde ich sagen, bleibt bei 0%. Das ist ja F. Als ob ich die, als ob ich hier keinen einzigen finde. Ich dachte auch hier in der Mitte kommt irgendwie rein, da kann man auch nicht. Ich würde hier ganz gern runter. Wo war denn der Weg? Hier. Alles klar. Hallo, Freunde. So, ist das hier nicht? Doch. Ja, Mission abgeschlossen, oder was? Missionsziele abgeschlossen, tatsächlich. Jetzt? Aha. Jetzt wird es direkt weitergehen mit Mission 3. Ohne Cutscene? Echt ohne Cutscene? Das ist... Weiß ich nicht. Sass. Ja, hängen wir die noch hinten dran oder mache ich jetzt hier einen Cut mit der Folge? Ich würde sagen, wir machen die mal noch. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Hängen wir die noch hinten dran? Auch Geheimräume 0%. Finde Moff Rebus. Okay. Okay. Schauen wir uns hier einmal die Map an. Okay, die sieht sehr straightforward aus. Gehen wir hier mal kurz lang, holen uns hier die ganzen Leben, alles. Was wir schon aufsammeln können. Hier ist eine Tür. Gehen wir die direkt lang. Ich würde jetzt mal sagen, wir sollten nicht in diesen Schlamm reingehen, oder? Ich will es jetzt auch nicht ausprobieren. Was bringt das? Das öffnet die Tore. Aber immer nur eins, oder was? Das macht jetzt hier hinten links was auf. Okay. Aber dann können wir anscheinend doch durch diesen Schlamm gehen. Gehen wir zuerst mal hier rein. Okay. Erfolg freigeschaltet. Thermaldetonator. Smells like progress. Enter the sewer. Okay. Das ist auch sehr interessant. Ist das echt Teil der Map? Das hier sieht aber jetzt ein bisschen gefährlich aus, oder? Nee, man soll das sogar. Okay. Ich bin hier gelandet. Aufzug. Ey, die Maps werden immer größer, ne? Ich will eigentlich alles von... Ey! Ich will eigentlich alles von den Maps mitkriegen. Weil das ist nicht schwierig, weil die sind echt groß. Yo! Ah! Da sind noch viele! Yo! Was passiert, wenn ich den Kopf... Ah! Da kam der Schuss. Von wo? Irgendwie einer oder was? Interesting. Das ist jetzt nichts mehr und sonst können wir hier auch nichts mehr machen. Gehen mal weiter runter. Ist hier noch was? Da ist hier Sackgasse. Ich glaube, ich sterbe, oder? Wenn ich da reingehe. Soll ich es ausprobieren? Sein, dass das hier eine Sackgasse ist, ne? Dann bin ich hier für immer lost. Oh mein Gott! Ich glaube tatsächlich. Was ist das denn? Hier! Was ist das denn gewesen? Das ist ja widerlich! Junge! Das ist die Star Wars Experience, die mir noch gefehlt hat, ey. Das ist Dianogas. Scheiße, meine Waffe hat keine. Scheiße, immer noch Thermaldetonatoren. War das hier Munition? Ja. Weg mit dir. Ja. Okay. Was
bisschen die Map so aufhaben immer mal wieder. Gucken. Von da kamen wir, glaube ich. Aber hier lang. Oder ist das hier einfach nur so ein endloses Labyrinth und ich kann eigentlich respawn drücken? Nee, hier ist eine Tür. Aha. Was haben wir hier? Nochmal Thermaldetonator. Big, Alter. Ups. Dann. Jetzt hier weiter. Aha, aha, aha. Ich kann leider nicht sagen, wo ich hier schon war. Und ja, da ist wieder der Ausgang. Ich glaube, wir waren jetzt hier überall, oder? Das Einzige, was noch nicht ganz erkundet ist. Dann links. Hier. Ah, hier ist die Treppe für noch. Ah, mein Knall, Leute. Hey, ich bin so klein. Soll ich meine ganze Muni gegen die Bombe verballert, ey? Er führt jetzt noch ganz oben wieder. Bam, bam, bam. Sind blau. Ich drücke auch die ganze Zeit X zum Nachladen, ne? Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Deswegen steht der ganze Zeit Scheinwerfer ein aus. Ich kann seit X drücken. Okay, das war also der Weg. Diese erste Kanalisation. Denkt ihr, wenn ich jetzt da reingehe? Muss man da selber raus? Ich gucke diesmal aus. Okay. Ich halt nicht spawnen. Das würde mich interessieren, weil... Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Was haben wir hier? Och, Knopf. Ah, damit steigt das immer ein bisschen an, der Pegel. Ich verstehe. Wir müssen das bei den anderen auch noch machen. Wahrscheinlich, ne? Ich will den eigentlich ganz gern killen, ohne da jetzt reinzufallen. Hab ich? Jetzt. Okay. Kann ich hier nochmal nach oben? Ja. Machen wir jetzt Munition. Ach, Energieeinheit heißt Munition, oder was? Ah. Langsam verstehe ich das Spiel. So. Zack. Gehen wir jetzt sofort rein. Okay. Muss auch irgendwo safe so ein Schalter sein. Gehen wir mal lieber nicht lang. Hier ist er. Siehst du, ist er da? Jetzt wird das hier abgelassen und wird safe dann drüben mehr, oder? Macht das Sinn? Aber jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Ne? Jetzt müssen wir diesen Weg hier gehen. Scheiße. Oder ist hier Sackgasse? Nee. Ist nicht. Alles klar. Oh Gott, keine Energie mehr. Irgendwas. Stimmt. Digga, der Dino hat mich gekillt. Alles klar. Oder ich kann nichts drücken. Vielleicht bin ich nur bewusstlos. Nee. Okay. Aber wir müssen jetzt nur noch. Hier einfach. Aber wir haben ja echt keine Munition mehr. Das ist ja echt Mauer. Dann können wir noch hier rein. Ja, jetzt Munition. Ich danke schon. Und jetzt? Wie soll ich da rein? Kann das ja nicht öffnen mit B. Da komme ich aber auch. Doch, das kann ich. So, gehen wir mal hier lang. Weiter nach unten? Ja, nochmal weiter nach unten. Ja. Wo bin ich jetzt? Sag mir nicht, ich bin wieder in diesem Main-Raum. Doch bin ich, oder? Scheiße. Da war aber kein Schalter, oder? Ah, das ist der Schalter. Das ist der letzte. Ui! Wie geht's? Okay, okay, wir fließen hier ein bisschen lang. Wohin geht die Reise? Ich komme da nicht mehr zurück. Das. Ah! Okay.
hier rechts oder links gegangen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also wahrscheinlich Munition, weil wahrscheinlich. Okay. Okay, an dem einfach vorbei. Scheiß drauf, Digga. Rechts. Okay. Ah, da sind wir wieder. Perfekt. Okay. Jetzt frage ich mich, was hat uns das jetzt gebracht, dieses Ding aufzufüllen? Hat uns das irgendwas gebracht? Ich würde mal ganz gern gucken gehen. Was ist denn? Ja, wenn ich das jetzt hier nochmal öffne. Weil ich öffne mal das zweite. Das ist, glaube ich, schneller. Hm, wie voll das jetzt ist. Müsste das nicht ganz voll sein, damit wir da weiter können, wa? Aber wir waren doch jetzt überall drin, oder? Wir waren da drin, wir waren da drin. Waren wir hier nicht? Ich glaube schon, wir waren überall drin. Ich bin ein wenig gefragt. Gucken wir das mal nochmal an, ob wir da wirklich drin waren. Vielleicht will ich auch gerade ein Blackout, aber wir waren noch hier drin. Naja, wir waren hier drin. Aber da ist jetzt eine Tür. Die haben wir nicht aufgemacht, ja. Mal einer schauen. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Hier ist nämlich der letzte Schalter. Und jetzt können wir da bestimmt. Genau. Da dann rein. Mal gleich. Wie komme ich nochmal raus? Hallo? Oh, jetzt muss ich wirklich einmal hier nochmal komplett lang. Einmal diesen lang. Zack. Oh, zack. Oh, zack. Ja. Oh, müssen wir da jetzt nochmal lang schließen? Oh, muss nicht. Bin ich ehrlich. Ich kann nicht so ein bisschen glitschen, so ein bisschen schneller. Wie in Minecraft, Junge, sehr big. Ist das schneller? Ich hab keine Ahnung. Ich spring ins Bett. War noch der tote Dianoga von mir. Er ist schon sass. Also können wir die Map immer aufmachen. Ne? Den Weg bin ich eigentlich gegangen. Kommt aber. Ah, lustig. Kommt aber aufs selbe. Ja. So, wenn wir jetzt nochmal den aufmachen und hier reingehen. Können wir jetzt hier geradeaus durch, gell? Ja, mal schau. Ich bin schlau, ey. Schala. Mal die Generatoren. Ja, jetzt machen wir das hier auf. Bam, 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 bam. Ah, da. Jetzt haben wir den vorbei. Mal die Map an. Okay. Hier scheint also so ein kleiner Nebenraum einfach nur gewesen zu sein. Gehen wir jetzt hier lang. Da geht's runter. Hier geht's gerade. Ist hier groß? Tatsächlich. Guck mal, hinter dem Wasserfall. Vollständige Heilung. Sehr big. Das hat Geheimraum gezählt. Guck mal, Geheimräume 90%. Im anderen war einfach. Das hast du, Alter. Okay. Was ist, wenn ich jetzt runtergehe? Kommt ein Aufzug, bring mich wieder hoch. Geil. Also der Weg ist hier wirklich schwierig. Kann ich den nicht töten? Ist das einer von uns? Ja, kann keiner von uns sein, ne? Scheiße. Das war ja dumm. Weg. So, jetzt nochmal. Oh. So schnell. So. Hallo? Ist hier jemand? Ah! Ach, Gott. Hier geht's später hoch, ne? Das ist ja nochmal der Aufzug. Gerade der Aufzug war, der kommt gar nicht mehr runter. Ich würde eigentlich gerne wissen, kann man hier in diese Seitengänge noch rein? Bestimmt, oder? Also hier in den da und in den da. Aber will ich das ausprobieren? Eigentlich schon. Ich teste das mal. Okay. Aber vielleicht kann man hier auch hinter den Wasserfall. Ja, hallo, ist okay. Okay, ich denke, wir lassen das lieber an der Mitte.
Ey, das ist gar nicht leicht. Ich sag's euch. Digga, das ist ja... Hallo. Es ist gar nicht leicht, da reinzukommen. Digga. Dieses Movement, das ist so schwammig. Langsam. Warum greifen wir denn die an? Ich dachte, weiß ich nicht. Schafft man den Sprung? Das war aber knapp. Zack. Die imperialen Schweine. Alter. Das, oh nein, Waffe. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich habe nur noch einen Thermaldetonator. Hier, friss! Aber nichts machen. So, hier ist aber nochmal ein. So. Ja. Ja. Kann ich das einsammeln? Tatsächlich. Das waren auch Thermaldetonator. Okay. Sonst nichts? Ernsthaft? Du willst mir doch nicht sagen, ist das hier alles... Ja, nicht umsonst, aber... Ah, ne, hier... Mein Gott. Alles klar. Bin ich gerade gestorben? Bin ich gerade? Ich glaube schon. Brauch mal wieder die 11, die ist besser. Fällt sich die Tür auch nochmal. Wo war der Eingang hier? Was hier hin? Ah, hier. Zack, da und da. Ja. Die haben mich echt gekillt. Total, ey. Besser als Sturmtruppen. Wer bist du denn? Ja, ich habe Mob-Webos gefunden. Ich werde jetzt hier verschwinden. Erfolg freigeschaltet. No handshake needed. Let's go. Find the arms dealer Moff Remus. Chillig. Okay, das war das auch schon. Okay. Schade, dass auch hier wieder keine Cutscene kam. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt Mission 2 und 3 in einer Folge abgeschlossen. Also wenn das keinen Like verdient, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Seid gerne dabei. Bei der nächsten Folge, wenn es zur imperialen Waffenforschungsstation geht mit Moff Rebus, ja. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Dark Forces. Ciao!